Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games. Die guten, die schlechten, die mittelmäßigen, alle von A bis Z. Und ich bin angelangt bei Battletoads Double Dragon. Es ist schon rare, muss also gut sein. Also kann zumindest wohl nicht ganz schlecht sein. So zumindest meine Erwartungshaltung ist 1993er Copyright heißt, es ist eher NDNS Area. Dementsprechend auch meine Erwartung an ein gutes Game. Okay, es gibt ja auch einen Zwei-Player, den werde ich jetzt hier mal auslassen. Aha, ich kann mir hier Schildkröten aussuchen und Menschen. Ich nehme natürlich die coole Schildkröte mit der Brille, keine Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, das war mal eine Fernsehserie. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, schauen wir mal. Oh, schöne Grafik, gefällt mir. Okay, hier wird. Oh, den habe ich voll kassiert. Batsch. Was ist das? Komm, steh auf. Batsch. Komm, batsch, 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 batsch. Ja, schön. Also Grafik finde ich eigentlich ganz nett hier. Diesen Raumschiff da. Wenn das ein Raumschiff ist, schaut zumindest so aus. Der Ventilator dreht sich im Hintergrund, warum auch immer man im Weltraum einen Ventilator braucht. Falls es denn der Weltraum ist, ich weiß es nicht. Die 3D-Grafik ist ganz nett gemacht. Nächster. Und der kassiert. Da werden Watschen kassiert. Wahnsinn. Ui, der kann schießen. Das habe ich nicht gewusst. Der kann schießen. Wieso kann ich nicht schießen? Batsch! Der macht das Ding kurz und klein. Ui, da gibt es zum Essen. Na, ausweichen. Nein! Komm schon. Und weg mit dir, du Blechbüchse. Ah! Komm schon. Blechbüchse. Was? Ah, der Sound ist super. Wenn er das kurz und klein schlägt, super Sound. Was ist mit dir? Was bist du für einer? Kein Freund. Ich dachte, vielleicht gibt es mal einen Freund auch. Haben die VR-Brillen auf, die Jungs? Oder wie schaut, schaut das mal so aus? Oh ja. Harte Prügel eingesteckt hier. Und tschüss. Komm her, komm her, komm her. Batz. Geht schon. Komm, 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 komm. Batz. Warum hat das eigentlich im Untertitel Battletoads Double Dragon? Was soll das, dieses Double Dragon? Hat der mit Double Dragon jetzt. Hat das irgendwas was mit Double Dragon zu tun, generell? Nein, oder? Batz! Weg mit dir, geklumpert. So, jetzt war es zum Essen nicht schlecht, weil ich habe nur noch ein Herz. Wow, was ist das? Endgegner, Endgegner! Wow. Ja, voll auf die Finger gerade. Ah, nochmal auf die Finger. Bats. Oh, was gibt's da? Ich will das haben. Ein Leben. Bats. Weg mit dir, der Klumpel. Eingesammelt ist das Leben. Komm schon, steh auf. Komm her. Nein! Komm her da. Batz, weg mit dir. Tschüss. So. Ach komm, schön so eine Hand. Ich finde ja cool. Die Hand. Und drauf hüpfen auf die Hand. Fest auf die Finger klopfen. Batz.
Es unterhält mich gut. Und auf die Finger klopfen. Ja, ich will was davon haben. Ja, damit. Aha, das schaut mir gefährlich aus. Und auf die Finger. Wie kommt man auf solche Gegner? Ah, komm schon. Und auf die Finger, patsch. Einmal noch. Und geh nochmal auf die Finger. Komm, patsch. Und gib mir was davon. Ja. Warum kriege ich da keine Herzen? Uah, das ist der super Endboss. Ui, ich hab. Oh, der haut mir fest auf die Schnauze. Nein, der haut mir fest auf die Schnauze. Was mache ich da? Jetzt hau ich dir mal in die Weichteile. In die Weichteile. Ah, nein, nein, nicht auf die Schnauze. Nein, der hat mehr Reichweite als ich. Ja, in die Weichteile. Und tschüss. Ah, nein. In die Weichteile. Was? In der Haut muss ich weglaufen. Ja, in die Weichteile. Ich muss schnell angreifen. In die Weichteile. Das schaut zumindest so aus, als würde er genau das machen. Und... Lass nicht endlich mal sterben. Tschüss. Ja. Wow, das war ja super bitter. Oh Mann. Das war ein Tritt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Guter Battle-Dialog. Ja, ist mit Liebe gemacht, das Spiel. Keine Frage. Ist jetzt nicht meins, generell solche Prügelspiele. Der haut ihn durch den Beton. Was geht da? Er haut ihn durch den Beton durch. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Leute, das war's heute noch nicht gespielt. Da kann man draufklettern. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ich hab's auf jeden Fall. Ja, dass man auch da raufklettern kann zwischendurch und ist schon cool abwechslungsreich gestaltet. Ich kämpfe von da oben. Kommt her. Komm her da. Komm. Bats. Da, du kommst auch her da. Komm her. La 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 la. Bats. Oh je, jetzt habe ich kassiert. Ah, die hauen sich auch gegenseitig. Bats. Oh je. Jetzt habe ich den hochgehoben. Wie habe ich das gemacht? Und tschüss, tschüss, tschüss. Der ist abgeflogen wie Schmitzkatze. Ah, da kann ich das aufheben. Da kann man Gegenstände verwenden. Boah, nein. Ah, ja, ja, ja. Was? Echt jetzt? Was? Wie arg ist das denn? Wieso kenne ich dieses Spiel nicht? Das ist ja Wahnsinn. Wow, jetzt ist er erschrocken. Was ist das? Der hat Dynamit raus, der Wahnsinnige. Wie geht's denen eigentlich? Einfach so auf Dynamit auf der Straße liegen lassen. Was soll denn das? Mann, das ist ja... Schieß das Dynamit doch weg! Einmal, da geht's noch. Du sollst nicht klettern. Ah, je. Und rausgesprengt, die Jungen.
Also Wahnsinns Level-Design. Also sieht man am Ende erst echt selten sowas. Das ist so, so viel Abwechslung reinzuhauen in ein Game. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Also das bitte, das Spiel müssen sie doch unbedingt auf die Switch bringen. Auf. Man kann jetzt auf der Switch ja jede Menge NES-Games zocken. Und das Game wäre ja super cool dafür. Es ist von der Grafik echt top, vom Gameplay echt der Wahnsinn. Die Steuerung passt. Also das ist auf jeden Fall in meinen Top NES-Games vertreten jetzt ab heute. Kommt einer. Nein. Und. Wahnsinn. Das wird durch. Nein, das ist einfach so brutal. Das ist unfassbar. Ah, das war schon ein Wahnsinn Studio Rare. Unfassbar. Man kann sie auch zu zweit spielen, das ist zu zweit sicher die Mörder-Gaude. Ja bitte, also das wünsche ich mir bitte als für die Virtual-Konsole für die Switch. Ey, der haut mich wieder am Fuß. Ah, nein, weg mit dir. Weg. Tschüss. Ah, kommt schon wieder Dynamik sein. Okay, das wiederholt sich jetzt natürlich hier. Es ist klar, dass wir ein paar Wiederholungen einbauen müssen. Okay. Keine Frage. Aber das ist so cool, dieses Element, das kann man ruhig zweimal einbauen. Einmal muss ich ihn gleich noch. Noch einmal. Oh je. Yeah. But. Aber da oben gibt's was. Das lasse ich natürlich nicht aus. Also das Gitter da, wo man so oben klettern kann, das erinnert doch sehr stark an Mario Bros. 1 war das, glaube ich, oder? Oder verwechsel ich das jetzt mit Mario World? Mario World war es auf jeden Fall. Nein, es war Mario World, glaube ich, wo es diese Gitter gegeben hat. Das würde aber bedeuten, dass die das vorher gemacht haben. Haben die das vorher gemacht? Das muss ich nachträglich recherchieren, Leute. Haben die diese Gitter zum Klettern vor Mario World gemacht? Und jetzt eine Sequenz, wo man mit so einem Fahrzeug fahren muss. Und das ist doch super flüssig umgesetzt. Leute. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich, dass es so ein gutes NES-Game gibt. Jetzt hätte ich springen müssen. Wie kann ich springen? Okay. Und tschüss! Batz, 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 batz! Auch ein und jetzt habe ich auf die Schnauze bekommen. Nein, ich will doch hauen, ich hau doch fest. Nein, weg, weg, weg mit dir. Weg, tschüss. Du auch, tschüss. Wiedersehen, brauchen wir nicht. Und zack, jetzt habe ich auf die Schnauze bekommen. Also auch ein Com-Sprite flackern, also ganz wenig. Das wurde gemacht, weil der NES nicht so viele bewegliche Sprites auf einmal darstellen konnte in einer Reihe. Jetzt bin ich hin. Ja, jetzt bin ich im Over.
Wahnsinn, Spiel. Wahnsinn. Battletoads. Ich bin froh, dass ich alle NES-Games spiele. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie auf dieses tolle Ding gestoßen. Wahnsinns-Game. Unfassbar. Also auf jeden Fall eins der besten NES-Games, die ich bis jetzt gezockt habe. Leute, unbedingt mal spielen. Wenn möglich, vielleicht auch zu zweit, ist zu zweit sicher noch lustiger. Tut euch das unbedingt mal an. Hoffentlich kommt eine Umsetzung für die Switch, dass man diesen alten Edelstein auch auf der Switch zocken kann. Gut, an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Abonnieren könnt ihr da unten, gibt es jeden Tag ein neues NES-Game. Und wenn ihr sehen wollt, was ich schon alles gezockt habe, dann könnt ihr mal da drüben klicken. Gibt es jede Menge zum Anschauen. Ciao, ciao.